Hallo liebe Menschen des Internets. Ja, ich habe ja gesagt, wenn sich irgendwas ändert oder wenn ich Neuigkeiten habe oder wenn ich meine Gastfamilie habe, dann melde ich mich nochmal. Und ja, ich habe tatsächlich meine Gastfamilie gefunden. Also die Familie kommt aus Simi Valley in Kalifornien. Das ist ein Vorort von Los Angeles. Und die haben 3 Jungs, die sind 11, 7 und 5. Beziehungsweise eben 11, 7 und 5, wenn ich da bin. Ich glaube, der mittlere ist jetzt gerade noch 6, soweit ich weiß. Und die haben auch einen Hund und ein richtig schönes Haus, das habe ich schon auf Google Earth gestalkt. Ups. Und ja, also richtig cool. Ja, meine Gastfamilie war mein 8. Vorschlag bei Ayusa und der kam am 2.8. rein, der Vorschlag. Und die haben mir dann direkt auch eine E-Mail geschrieben, ob ich bald mal Zeit habe zum Skypen. Und dann haben wir einen Skype-Termin ausgemacht für den 7.8. Das war ein Freitag und dann haben wir da geskypt und es war richtig gut. Die waren mir auf Anhieb voll sympathisch und waren richtig nett und lieb. Und also alles, was sie jetzt so erzählt haben, das war eben genauso, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich halt ja, meine Gastfamilie sozusagen haben wollte. Und ja, war richtig cool. Und danach habe ich dann direkt noch mit dem jetzigen Au-pair geskypt und die hat mir eigentlich auch nur positive Sachen erzählt. Und ja, also mit der Gastfamilie habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde geskypt und dann mit dem jetzigen Au-pair so eine Dreiviertelstunde. Und ja, war richtig cool. Und dann habe ich dem jetzigen Au-pair so beim Ende dann noch gesagt, dass sie ja ausrichten kann, dass ich mich voll freuen würde, wenn es klappen würde und so. Und ja, gleich danach habe ich, also nach dem Skype-Gespräch, habe ich dann eine E-Mail von der Gastmutter bekommen, dass sie meinen, ich würde voll gut zu ihm passen. Aber dass sie noch was mit der Agentur abklären müssen. Und ich so, okay. Also ich wusste halt überhaupt nicht, um was es ging. Ich weiß bis heute noch nicht, um was es ging. Aber sie hat halt gemeint, sie meldet sich dann am Montag nochmal. Und dann musste ich halt schon mal warten von Freitag bis Montag. So, dann Montagmorgen kam dann die E-Mail und ja, ich war halt voll aufgeregt, weil ich sie so aufgemacht habe. Da stand dann eben drin, also in der E-Mail stand dann eben, dass, ob ich mit ihm matchen will und dass sie denkt, wir würden voll gut zusammenpassen. Und ja, also richtig cool auf jeden Fall. Und dann hat sie eben gemeint, also wir haben danach dann gleich noch auf WhatsApp geschrieben. Und dann habe ich eben gefragt, ob sie der Agentur schon Bescheid gegeben haben, dass wir matchen wollen. Hat sie gemeint, dass sie jetzt eine Geschäftsreise nach Kanada hat und das dann danach macht. Ja, und das war dann, die waren dann eben eine Woche weg. Also ich glaube, meine Gasteltern waren beide in Kanada und dann waren dann eben eine Woche weg. Und dann habe ich halt erstmal gewartet. So, und dann gestern oder vorgestern, ich glaube am 18. war es. Heute ist der 20. Ich glaube am 18. kam dann die E-Mail, dass mein Match offiziell ist. Und ja, das war richtig cool. Mein Au-pair-Room hatte sich zu dem Zeitpunkt noch nicht geändert, warum auch immer. Keine Ahnung, jedenfalls kam dann in der E-Mail, dass ich so ein Childcare-Agreement unterschreiben soll. Und das war aber irgendwie auch irgendwie richtig komisch, weil das war gar nicht so zum Unterschreiben. Da musste man irgendwie nur anklicken und dann war das unterschrieben. Keine Ahnung. Also wird schon passen. Und ja, und dann hat sich dann mein Au-pair-Room auch geändert. Das heißt, ich konnte die sehen, wie viele Au-pairs in meiner Gegend sind und die ganzen Informationen, also die Adresse von meiner Gastfamilie und wer mein Area Director ist und so. Und ja, das war richtig cool auf jeden Fall. Und dann wann habe ich mich bei CC abgemeldet? Ich glaube, direkt nach dem inoffiziellen Match sozusagen, das war am 10. August, da habe ich direkt an CC eine E-Mail geschrieben, dass sie mich aus dem Programm nehmen sollen. Und da kam dann irgendwie ewig lang gar nichts und dann haben sie das aber, gestern kam dann die E-Mail, dass sie mich jetzt aus dem Programm nehmen. Also wäre das auch erledigt. Ich gesagt, ich werde dann am 15. Februar zuerst nach New York fliegen und dann, wann geht es denn weiter? Ich glaube, montags kommt man an und donnerstags geht man dann in die Gastfamilie. Und genau, dann werde ich eben donnerstags dann zu meiner Gastfamilie weiterfliegen. Und ich freue mich richtig. Ich habe auch heute schon die E-Mail bekommen, dass ich die Programmgebühren überweisen soll. Darüber freue ich mich nicht, weil das sind halt 800 Euro und naja, aber man muss halt, ne? Und jetzt heißt es erstmal warten. Es sind noch
fast 6 Monate, bis ich ausreise. Das ist eine ganz schön lange Zeit, aber so ist es. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Vielleicht mache ich in den nächsten Tagen noch ein paar von diesen Tags. Mal schauen, wenn mir langweilig ist, dann mache ich die vielleicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!